Danke, Herr Rudolph. Der lieben Ordnung halber möchte ich auch Sie darauf hinweisen, dass Pillepalle kein parlamentarischer Sprachgebrauch ist und in den Medien diese Begriffe für einen anderen Vorgang reserviert sind. Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich Herr Schauder zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Aus Gewalt in der Sprache wird Gewalt auf der Straße. In diesem Sommer wurde Dr. Walter Lübcke von einem Neonazi ermordet, angeheizt von Leuten, die engagierte PolitikerInnen als Volksverräter diffamieren und von Leuten, die von einem sogenannten Volksaustausch fabulieren. Wenig später gab es einen rassistischen Mordversuch an einem jungen Eritreer in Wächtersbach, der Täter wieder angeheizt von Demagogen, die bei jeder Gelegenheit die Schuld nur bei Geflüchteten suchen. Leider sind diese beiden Vorfälle nur die traurige Spitze des Eisbergs. Jeden Tag werden in Deutschland Menschen beleidigt und angegriffen, weil sie nicht weiß sind, wegen ihrer Religion, ihrer Sexualität oder ihres sozialen Status. Aber, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, die Würde des Menschen ist unantastbar, und diesen Grundsatz müssen und wollen wir gemeinsam noch entschiedener verteidigen. Und dann muss man sich wohl auch noch einmal an die Herren der AfD wenden. Dass Sie hier den Rechtsextremismus kleinreden. Ich will Ihnen noch einmal erklären, jetzt hören Sie erst einmal zu. Dann lassen Sie mich auch einfach einmal ausreden. Die Bedeutung des Rechtsextremismus in Deutschland. Rechtsextremismus ist eine Ideologie, die Menschen in wertes und unwertes Leben einteilt. Es ist eine Ideologie, die zu den größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte hier in Deutschland geführt hat. Und dass Sie sich hier hinstellen und Ihr Parteivorsitzender es war, der das als Vogelschiss abgetan hat, und Ihr Parteikollege Bernd Höcke es ist, der von einer erinnerungspolitischen Wende gefordert hat, und Sie ihnen es bis heute nicht gelingt, von Ihren Rechtsextremisten, von den Neonazis in Ihrer Partei zu distanzieren, aber 10 Minuten dafür aufwenden, über Linksextremismus und andere Gefahren zu fabulieren, das ist eine absolute Katastrophe. Und das beweist, dass Sie vielleicht einfach einmal ruhig sein sollten. Und vor diesem Hintergrund dieser virulenten rechtsextremistischen Gefahr in unserem Land, die ist uns sehr bewusst. Und uns ist klar, dass wir da auch mehr tun müssen. Und deswegen haben wir das Aktionsprogramm Hessen gegen Hetze letzte Woche vorgestellt, aus dem ich auch einige zentrale Punkte zitieren möchte. Der erste große Baustein, das ist der Opferschutz. Zuallererst geht es darum, dass wenn Menschen von Rechtsextremen angegriffen werden, dann braucht es schnelle und professionelle Unterstützung. Schon jetzt gibt es sehr gute Anlaufstellen, wie z.B. Response von der Bildungsstätte Anne Frank, aber das reicht noch nicht. Wir wollen einen hessischen Opferschutzbeauftragten einrichten, der nicht nur im Akutfall als Ansprechpartner dient, sondern auch Netzwerkarbeit mit Betroffenen und zuständigen Landes- sowie Bundeseinrichtungen betreibt und ein Gesamtkonzept für die zahlreichen hessischen Opferberatungsstellen zu erstellen, um die Beratung auch in der Fläche endlich sicherzustellen. Und um die starke Arbeit des Beratungsnetzwerks Hessen künftig auch inhaltlich weiterzuentwickeln, werden wir an der Philipps-Universität Marburg den bundesweit ersten Weiterbildungsmaster Beratung im Kontext Rechtsextremismus schaffen. Auf der anderen Seite, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, muss es für Betroffene aber auch einfacher werden, Straftaten schnell anzuzeigen. Dazu entwickeln wir ein Online-Meldesystem, damit die Strafverfolgung auch unmittelbar in die Wege geleitet wird. Da ist keine Zeit zu verlieren. Aber noch besser ist es natürlich, das Problem Rechtsextremismus an der Wurzel zu packen. Stichwort Prävention. Dazu gehören Angebote und Wettbewerbe an unseren hessischen Schulen, um SchülerInnen frühzeitig gegen rechtsextremistischen Hass zu immunisieren und sensibilisieren.
Dazu gehört Aufklärungsarbeit nach innen und außen in Polizei und Justiz, und das sage ich ausdrücklich, auch im Hinblick auf die zuletzt bekannt gewordenen Vorfälle in der hessischen Polizei. Dazu gehören auch Handlungsempfehlungen an unsere Kommunen im Umgang mit Rechtsextremismus. Mit all diesen Maßnahmen ist klar, wir sind solidarisch mit allen Opfern gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Hessen steht eng an der Seite der Betroffenen. Herr Lamp, gut, dass Sie die Chuspe haben. Wieder bei Opfern rechtsextremistischer Gewalt, und wir hatten einen Mord in diesem Sommer und einen Mordversuch, dass Sie schon wieder vom Thema ablenken, das beweist nur einmal mehr, dass Sie rein gar nichts verstanden haben. Schweigen Sie endlich mal! Sie hatten Ihre Redezeit. Der zweite große Baustein in dieser Debatte ist unsere Zivilgesellschaft. Der zweite große Baustein ist die Zivilgesellschaft. Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun, lautet ein bekanntes Zitat. Zum Glück engagieren sich unzählige Bürgerinnen dieses Landes ehrenamtlich für ihre Mitmenschen und die Gesellschaft. In freiwilligen Feuerwehren, bei den Rettungsdiensten, aber eben auch in zahlreichen Initiativen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. All euch da draußen gebührt heute ein ganz großes Dankeschön. Eben diese Menschen, die sich Tag für Tag gegen rechtsextremistische Ideologen stemmen, werden wir stärker fördern. Die Mittel aus dem Landesprogramm Hessen aktiv für Demokratie und gegen Rechtsextremismus werden weiter aufgestockt. Es soll aber nicht nur beim Finanziellen bleiben. Wir alle wollen MitbürgerInnen ermutigen, aufzustehen und ihre Stimme zu erheben. Deswegen werden wir eine Konferenz für Demokratie und Respekt gegen Gewalt und Hass ausrichten und ein breites gesellschaftliches Bündnis schaffen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger da draußen, wir sind mehr. Daran lassen wir Demokraten dieses Hauses keinen Zweifel aufkommen. Der dritte große Baustein unseres Aktionsprogramms ist die Strafverfolgung. Beleidigung, Volksverhetzung, Bedrohung, das alles sind keine Mittel des demokratischen Meinungsstreits und auch keine Kavaliersdelikte. Das sind Straftaten, die zu immer mehr Gewalt und Hass führen. Und wenn man diese unzähligen Hasskommentare im Netz sieht und wie viele davon leider noch unbestraft bleiben und Verfahren eingestellt werden, ist klar, dass auf vielen Ebenen jahrelang zu wenig getan wurde. Die großen sozialen Netzwerke wie Facebook, YouTube und Twitter müssen da endlich ihrer Verantwortung gerecht werden. Auf der anderen Seite müssen wir uns aber auch selber an die Nase packen und unsere Behörden für diese Herausforderung angemessen ausstatten. Die Hessische Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, kurz ZIT, ist in einem anderen Kontext bereits ein Erfolgsmodell, nämlich in der Bekämpfung der Kinderpornografie und des Darknet-Handels. Dort liegt eine herausragende Kompetenz für Online-Ermittlungen, und deswegen werden wir für bedeutende Ermittlungsverfahren der Hasskriminalität künftig dort ansiedeln und das ZIT personell und materiell aufstocken. Das Prinzip Verfolgen statt nur löschen wird in Hessen umgesetzt, und das heißt konkret, Online-Hetzer werden Justitia fürchten lernen. Ich fasse zusammen. Ich konnte gar nicht alle Maßnahmen unseres Programms Hessen gegen Hetze aufzählen. Deutlich geworden ist jedoch, es setzt auf allen entscheidenden Ebenen an. In der Unterstützung von Betroffenen, in der Prävention, in der Unterstützung der Zivilgesellschaft und in der Strafverfolgung. Das ist ein großer Wurf, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und eines möchte ich auch noch einmal klarziehen, weil das von rechts außen angedeutet worden ist. All diese Maßnahmen haben rein gar nichts mit Zensur oder dergleichen zu tun. Sie dienen dazu, unsere Grundrechte für alle Menschen zu schützen. Die Menschenwürde, das allgemeine Persönlichkeitsrecht, die Meinungs- und Religionsfreiheit, den Gleichheitsgrundsatz. Alle repressiven Mittel sind nur eine Ausprägung der wehrhaften Demokratie. Und ja, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, unsere Demokratie ist wehrhaft.
Meine Damen und Herren, ich habe einen Traum, den Traum einer nazifreien Zukunft ohne Nazis auf der Straße und in den Parlamenten, in der Hetze und Ausgrenzung endlich der Vergangenheit angehören, in der alle Menschen, so wie sie sind, frei und unbehelligt leben können. Ich finde, das sollte der Traum aller DemokratInnen sein. Lassen Sie uns alle gemeinsam, auch über das Aktionsprogramm hinaus, weiter engagiert dafür arbeiten. Vielen Dank. Danke, Herr Schauder. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie davon informieren, dass Herr Dr. Grobe, also der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, mich darüber informiert hat, dass in der Rede jemand als rechtsextrem oder Rechtsextremist bezeichnet worden ist. Vom Thema her wundert uns das jetzt nicht, aber um das überprüfen zu können, habe ich einen Protokollauszug angefordert. Wir haben noch ein bisschen Redezeit. Als erstes für die CDU-Fraktion Herr Bellino. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Nachdem diese Debatte, wie ich meine, sehr sachbezogen angefangen hat, bedauere ich es umso mehr, dass AfD und leider auch die SPD bei diesem Thema aufgerüstet haben. Ich finde, das hätte man anders machen können, und ich finde, man hätte es auch anders sagen sollen. Wir brauchen niemanden, der dieses Haus darüber belehrt, dass wir uns vor die Polizei stellen. Gerade meine Fraktion und die Regierungskoalition und auch frühere Regierungskoalitionen, und ich nehme auch an, alle demokratischen Fraktionen dieses Hauses, stehen vor und hinter der Polizei und des Landesamtes für Verfassungsschutz. Das sagen wir bei jeder Gelegenheit. Und wir sagen es nicht nur, sondern wir setzen es auch um in der personellen Ausstattung, in der materiellen Ausstattung und auch durch die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen. Dann wird von Herrn Rudolph hier so dargestellt, als ob der Minister hier Transparenz vermissen ließe. Herr Rudolph, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Minister ist meines Erachtens an die Grenzen dessen gegangen, was er tun konnte, in öffentlichen und auch in nicht öffentlichen Sitzungen des Innenausschusses, in der Parlamentarischen Kontrollkommission Verfassungsschutz, aber auch in zahlreichen, ich wiederhole, in zahlreichen Obleutegesprächen, in zahlreichen Obleutegesprächen. Und da ist immer der Spagat zu schaffen, dass man dem Informationsbedürfnis des Parlaments Genüge tut und andererseits nicht die Ermittlungsergebnisse gefährdet. Warum war denn der Generalbundesanwalt bei einer Sitzung des Innenausschusses dabei? Weil jeder, der sich ernsthaft mit dieser Sache auseinandersetzt, wissen muss, wissen müsste, wie gefährlich es ist. Wir wollen doch, dass diese Leute geschnappt werden. Wir wollen doch, dass sie hinter Gitter kommen. Und wir wollen, dass sie eine möglichst hohe Strafe bekommen und nicht das Gefährt, indem man etwas rausplappert, nur damit man eben die schnellere Meldung hat, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und dann wurde gefragt, was hat der Minister denn getan und die Landesregierung, seitdem wir diese schlimmen Ereignisse hier haben. Ich verweise zum einen auf das, was ich vorhin dargestellt habe. Ich darf daran erinnern, dass das Landesamt für Verfassungsschutz um 42% aufgerüstet wurde, dass wir 2020 16.000 Polizistinnen und Polizisten auf der Straße haben werden, dass eine BAO Rechtsextremismus im Landeskriminalamt aufgebaut wurde mit 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Soko Liebecke mit 200 Beamtinnen und Beamten und eine BAO zur Hinterfragung dessen, was wir in Frankfurt und an anderer Stelle gemerkt haben, mit vermeintlich oder tatsächlichen rechtsextremen Umtrieben in der Polizei. Einzelfälle. Das sind Einzelfälle. Herr Bellini, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die für die Fraktionen vorgesehene Redezeit abgelaufen ist. Zum Ende, Frau Präsidentin. 60 Beamtinnen und Beamte kümmern sich nur um diese Fälle, meine Damen und Herren. In Hessen wurde nicht weggesehen, wird nicht weggesehen, es wird nicht geschreddert, es wird aufgeklärt, auch nach rechtsstaatlichen Mitteln. Für die AfD-Fraktion hat sich noch Herr Garf zu Wort gemeldet. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Lieber Herr Schauder, ich habe auch einen Traum, und zwar, dass wir alle Extremisten gesellschaftlich ächten und nicht nur die Rechten, so wie Sie es hier eben auch getan haben. Ich mache das überall, machen Sie sich keine Sorgen.
Und jetzt möchte ich noch einmal etwas klarstellen. Ich möchte noch einmal etwas klarstellen. Hören Sie mir doch bitte mal genau zu. Ja. Mir ist es völlig egal, uns ist es völlig egal, ob jemand schwarz oder weiß ist, gebildet oder ungebildet, ja, arm oder reich. Es ist völlig egal. Es kommt nur auf eine Sache an. Ist es ein Mensch, der sich anständig verhält, andere in Ruhe lässt, keine Straftaten begeht, oder eben ein anderer? Und gegen die anderen, gegen die müssen wir vorgehen. Nichts anderes. Das unterscheidet uns alle und nichts anderes. Vielen Dank. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Beuth das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Hessische Landesregierung ist entschlossen im Kampf gegen Menschenfeindlichkeit. Wir werden unser offenes, tolerantes und menschliches Zusammenleben gegenüber den Feinden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verteidigen. Die Hessische Landesregierung tritt mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket ganz entschieden jeglichem Extremismus entgegen. Der Mord an Dr. Walter Lübcke oder der rassistische Mordversuch von Wächtersbach haben uns mit Abscheu, Entsetzen und Trauer erfüllt. Unsere Anteilnahme, unser Mitgefühl, unsere Unterstützung gilt den Hinterbliebenen dieser Gewalttaten. Auf diese Taten lassen wir aber auch eindeutige Antworten folgen, meine Damen und Herren, ohne Schaum vor dem Mund, aber mit klarer Kante. Die Hessische Landesregierung setzt mit ihren Maßnahmen gegen Extremismus und Gewalt ein klares Zeichen gegen Extremismus. Wir verstärken unsere Anstrengungen gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Hass weiter, und wir führen den Kampf gegen Menschenfeindlichkeit entschlossen fort. Und wenn ich das sagen darf, dabei, lieber Kollege Müller, werden wir unseren Kampf allen Extremismusphänomenen selbstverständlich widmen. Der Schutz unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist der Maßstab für unser Handeln, und darauf dürfen und können Sie sich auch verlassen. Meine Damen und Herren, die Soko Liemecke, die in der Spitze mit 250 Beamtinnen und Beamten gearbeitet hat, arbeitet nach wie vor mit Hochdruck daran, alle Einzelheiten aus der furchtbaren Tat in Nordhessen an unserem früheren Kollegen zu ermitteln. Und, meine Damen und Herren, der Generalbundesanwalt wird dabei von uns vollumfänglich unterstützt. Er erhält alle Unterlagen zur Verfügung, die er benötigt, um sein Verfahren entsprechend zu führen. Meine Damen und Herren, es gibt einen herausragend guten sachlichen Austausch zwischen den Polizeibehörden und dem Generalbundesanwalt. Der Generalbundesanwaltsstellvertreter war im Innenausschuss. Der hat das damals für die Kolleginnen und Kollegen bestätigt. Ich habe den Generalbundesanwalt vor ein paar Tagen getroffen, und der hat sich ebenfalls noch einmal für die Zusammenarbeit bedankt. Und Frau Kollegin Wissler, es ist schlicht und ergreifend eine Mär, dass irgendwelche Berichte dem Generalbundesanwalt nicht zur Verfügung gestellt werden. Meine Damen und Herren, die Ereignisse aus dem Bericht, der in den letzten Tagen in den Medien war, die sind alle dem Generalbundesanwalt bekannt. Sie befinden sich alle auch in der Personenakte des dort Beschuldigten. Und, meine Damen und Herren, wenn der Generalbundesanwalt weitere Unterlagen benötigt und von uns haben möchte aus diesem Verfahren heraus, um dort entsprechend seine Ermittlungen durchzuführen, dann haben wir sie ihm bereits zugesagt, und er wird sie selbstverständlich bekommen, wenn er sie für das Verfahren braucht, meine Damen und Herren. Ja, Herr Kollege Rudolph, es ist so, dass
Kolleginnen und Kollegen Journalisten gelegentlich beim Landesamt für Verfassungsschutz Fragen stellen, die das Landesamt nicht beantworten kann. Und wenn es darüber sozusagen unterschiedliche Auffassungen gibt, dann leben wir in einem Rechtsstaat. In einem Rechtsstaat können dann eben entsprechende Auskünfte sozusagen gerichtlich angefordert werden. Die Kostenentscheidung bei der Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Wiesbaden zu der Frage ist zu 5/6 zulasten des anfragenden Journalisten gegangen. Das zeigt ein bisschen, dass wohl die Abgewogenheit bei der Antwort sozusagen schon einigermaßen auf Seiten des Landesamtes lag. Das Landesamt für Verfassungsschutz hat mit eingestuften Informationen zu tun, die halt eben nicht ohne Weiteres auch in die Öffentlichkeit gelangen können. Meine Damen und Herren, zu den Diskussionen will ich aber auch sagen, wir sind es den Opfern und Angehörigen schuldig, mit großer Ernsthaftigkeit und nicht mit den üblichen Skandalisierungsreflexen die Sachaufklärung zu betreiben. Dass der dringend Tatverdächtige, der bis 2009 mehrfach als rechtsextremistischer Straftäter von den Sicherheitsbehörden erfasst wurde, in diesem über 230 Seiten starken Bericht über die Aktensichtung des Landesamtes zur gewaltorientierten rechtsextremistischen Szene von 1992 bis Juni 2012 und dort insgesamt 11-mal genannt wurde, sollte daher, meine Damen und Herren, nicht überraschen. Und ich will dazu sagen, vor allen Dingen sollte es niemanden überraschen, der Mitglied des NSU-Untersuchungsausschusses war, weil die Akten haben dort vorgelegen, meine Damen und Herren. Und es ist auch nicht so, wie die Fraktion DIE LINKE in einer Pressemitteilung, die sie eben herausgegeben hat, noch einmal behauptet hat, dass die Akten nicht ungeschwärzt zur Verfügung gestanden haben. Wir haben ein Wiesbadener Verfahren im NSU-Untersuchungs. Wir haben ein Wiesbadener Verfahren im NSU-Untersuchungsausschuss gehabt, wonach die Abgeordneten des NSU-Untersuchungsausschusses alle Akten ungeschwärzt haben einsehen können. Nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Das ist die Wahrheit. Meine Damen und Herren, der Kollege Müller hat vorhin gesagt, von Sorge und Unruhe in der Bevölkerung gesprochen. Ich sage Ihnen, wenn man so versucht, die Dinge in ein falsches Licht zu rücken, und das kann man bei einem solchen Vorgang nicht anders sagen, dann sorgt man genau für diese Unruhe und für diese Sorge. Ich will aber sagen, man hat den Eindruck, ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass das gezielt geschürt wird, meine Damen und Herren. Und das muss ich sagen, wird der Frage und unserem Kampf gegen Rechtsextremismus und den Ermittlungen in diesen furchtbaren Taten wirklich nicht gerecht, meine Damen und Herren. Die 120-Jahresfrist, die haben wir über diese Frage haben wir vor einem halben Jahr miteinander diskutiert. Dass die Akte von dem Beschuldigten oder von Stefan E. im Untersuchungsausschuss nicht vorlag, lag schlicht und ergreifend daran, dass sie nicht beantragt wurde. Dass er nicht als Zeuge vernommen wurde, liegt schlicht und ergreifend daran, dass er nicht als Zeuge beantragt. Natürlich stimmt das, Frau Kollegin Wissler. Es liegt daran, dass der Untersuchungsausschuss keinen Beweisantrag gestellt hat, wonach eine Vernehmung vorgesehen ist. Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen sagen, es wäre uns allen gedient, auch im Übrigen den Angehörigen und unserem Kampf, unserem glaubwürdigen Kampf gegen Rechtsextremismus, wenn wir uns darum bemühen, nicht Sorgen und Unruhe in der Bevölkerung zu verbreiten, sondern durch unser Handeln auch dafür Sorge tragen, dass das Vertrauen in die staatlichen Behörden tatsächlich auch bleibt, weil es ist nämlich zu Recht gegeben. Meine Damen und Herren, dieser Bericht, von dem am Wochenende gesprochen worden ist, geht es darum, dass dort Stefan E. insgesamt 11-mal genannt worden ist. Ich sage Ihnen 11-mal.
in einem Zeitraum von 1993 bis 2004. Von 1993 bis 2004. Ich finde, dass das eine wesentliche Information ist, die am Ende die Skandalisierungsversuche, die wir in diesem Vorgang haben, dann auch ein Stückchen zurechtrückt. Meine Damen und Herren, wir haben uns dem Kampf gegen Extremismus verschrieben seitens der Hessischen Landesregierung durch Präventionsmaßnahmen, durch unsere Veränderung des gesetzlichen Rahmens. Ich erinnere daran, dass wir am vergangenen Freitag im Bundesrat eine erfolgreiche Waffenrechtsinitiative erreicht haben. Und da geht es nicht darum, dass man gegen irgendwen Generalverdächtigungen ausspricht, sondern es geht darum, dass wir denjenigen, von denen wir wissen, weil sie in unseren Akten stehen, dass sie Extremisten sind, dass wir ausschließen, dass sie Legalwaffen besitzen. Und dass wir das jetzt erreicht haben, ist doch wirklich ein guter Fortschritt, den wir im Kampf gegen den Extremismus geschafft haben. Wir kümmern uns im Bereich der Polizei mit unserer besonderen Aufbauorganisation rechts darum, dass wir den Druck erhöhen auf die rechtsextremistische Szene. Dabei hilft es uns, dass wir die hessische Polizei mit zusätzlichen Stellen in der Höhe von 1.520 Stellen versorgt haben, weil damit haben wir auch die Ressourcen, um das zu erreichen. Herr Kollege Bellino hat eben davon gesprochen, dass wir das Landesamt für Verfassungsschutz entsprechend ausgebaut haben. Herr Minister, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die von den Fraktionen vereinbarte Redezeit abgelaufen ist. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Herr Kollege Bellino hat darauf hingewiesen, dass wir das Landesamt um 42% im Personal ausgeweitet haben. Das ermöglicht uns, dass wir Ressourcen haben, um uns genau um diese vermeintlich abgekühlten Extremisten, für die sich möglicherweise die sich vermeintlich integriert haben, dass wir uns die, bevor wir sie löschen müssen oder weglegen müssen, dass wir uns die noch einmal genau angucken. Und ich finde, all das sind Maßnahmen neben vielen, vielen Präventionsmaßnahmen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, die zeigen, dass wir wirklich entschlossen sind. Entschlossen sind im Kampf gegen Menschenfeindlichkeit, entschlossen gegen Extremismus. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Rudolph zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Innenminister, wir sind einigermaßen fassungslos. Zu den aktuellen Diskussionen sagen Sie mal gerade gar nichts. Da gibt es eine Pressemeldung, dass eine Hausdurchsuchung stattgefunden hat. Also bei dem Herrn H., dass man einen markierten Hinweis auf Dr. Walter Lübcke gefunden hat. Könnte man auch mal fragen. Wir fragen Sie auch. Seit wann wissen Sie das? Wann werden darüber mal Fraktionen informiert? Dann gibt es den Hinweis, die waren in Chemnitz. Das wissen Sie wahrscheinlich auch nicht erst seit der dpa-Meldung. Wenn es so wäre, wäre es auch schlimm. Kein Ton sagt dazu der verehrte Innenminister. Die Akte Stefan Ernst, wir hatten alle Akten angefordert. Das macht man üblicherweise so. Dass wir in diesem Untersuchungsausschuss nicht alle Akten bekommen haben, ist noch eine Besonderheit. Hat uns auch nicht nur froh gemacht, weil es ständig Nachlieferungen gab. Die Personalakte E lag uns nicht vor. Dass sie in irgendeinem Löschcontainer war, wussten wir nicht. Insofern lag uns die Akte nicht vor. Das ist Fakt. Das bitten wir einmal redlich und auch intellektuell zur Kenntnis zu nehmen und nicht so zu tun, als wenn die Opposition das nicht gewusst hätte. Und Herr Innenminister, Sie haben nichts auch zu den aufgeworfenen Fragen von mir gesagt. Warum waren Hartmann, warum waren Ernst? Ich empfehle mal, jeder, der das will, der Beschluss ist öffentlich, sich den Beschluss des Verwaltungsgerichts Wiesbaden anzuschauen, den Beschluss des Bundesgerichtshofes zur Verlängerung der Untersuchungshaft für Herrn Hartmann durchzulesen. Da wird Herr Hartmann als gewaltbereit beschrieben. Eine Radikalisierung in den letzten Jahren, 2014, 2015, zusammen mit Herrn Ernst. Es gab die Erteilung der Waffenbesitzkarte, die die Stadt Kassel zu Recht verweigert hat. Und was hat danach das Landesamt gemacht? Stillruht der See, meine Damen und Herren. Da wurde doch offensichtlich nicht mehr genau hingeschaut. Das ist doch der politische Skandal, um den es derzeit auch geht. Ja, ja.
Dann macht die Stadt Kassel jährliche Überprüfungen, was ungewöhnlich ist. Normalerweise gibt es das nicht im Jahresrhythmus, sondern das sind größere Abstände. Und dann hat das Landesamt Informationen, gibt sie nicht raus, weil das nicht gerichtsverwertbar sei. Es gibt aber eine andere Quelle, die man nutzen kann, das sogenannte Behördenzeugnis. Wir haben uns mal sachkundig gemacht. Es ist mittlerweile üblich, und das war in Hessen früher üblich, dass Behördenzeugnisse ausgestellt sind, um Informationen an andere Organe weiterzugeben. Also, was haben Sie in den Jahren 2015, 2016, 2017 gemacht? Weil das Hartmann und Ernst unterwegs war, ist ja jetzt offenkundig. Nichts haben Sie anscheinend gemacht. Zumindest haben Sie nichts dazu gesagt. Solange Sie das Gegenteil nicht bewiesen haben, können wir den Vorwurf und werden ihn aufrechterhalten. Und dann kommen wir zu der bemerkenswerten Causa von heute Morgen. Ich teile das, was der Abgeordnete der Grünen gesagt hat. Das war inhaltlich ein Beitrag. Wie müssen wir Bekämpfung und Extremismus umgehen? Das kann ich alles tragen. Es wäre auch schön gewesen, aber es ist natürlich ein Stück weit unfair, Sie in die Debatte zu schicken und nichts zu sagen zu den aktuellen Dingen. Weil, Herr Minister, ja, das ist völlig klar. Es geht auch nicht um das Formale. Sie wissen genau, wie ich es meine. Herr Minister, haben Sie dem Abgeordneten Frömmrich in Klammern von Bündnis 90 die Grünen die Erlaubnis erteilt, aus Geheimunterlagen zu zitieren? Das ist die zentrale Frage, die der Hessische Landtag hier heute beantworten möchte. Das ist eine ganz einfache Frage. Ja. Wir hätten gerne die Rechtsgrundlage. Nach der Verschlussanweisung erkennen wir das nicht. Aber Advokaten und Winkeladvokaten finden im Zweifel immer was. Das ist meine Lebenserfahrung. Man wird sehen, ob das tatsächlich der Fall ist. Und wenn das so ist, dass der Abgeordnete Frömmrich die von Ihnen erteilte Erlaubnis bekommen hat, hätten wir gern gewusst, auf Grundlage der Hessischen Verfassung, warum der Abgeordneten Faeser und dem Abgeordneten Rudolph gestern gesagt wurde, es sind Geheimakten, aus denen man logischerweise nicht zitieren kann. Woraus leiten Sie ab, dass es Abgeordneter erster und zweiter Ordnung gibt? Was haben Sie für ein Rechtsstaatverständnis, Herr Innenminister Beuth? Was haben Sie für ein Rechtsstaatverständnis? Und das ist im Übrigen eine Frage, die kann man relativ leicht hier beantworten. Die Landesregierung hat immer Redezeit, nicht immer nur zu meiner Freude. Aber Sie können das hier erklären. Oder sagen, das war ein Fehler. Auch das kann man machen, wenn es so passiert ist. Das ist eher unterausgeprägt bei dieser Regierung, zugegeben. Aber schauen wir mal. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war eine der Erkenntnisse aus NSU. Bis der Ausschuss seine Arbeit aufgenommen hat, wurden wir so blockiert in der Arbeit. Wir mussten um die Akten kämpfen, wir mussten drohen mit einer Klage vor dem Staatsgerichtshof. Und das, was Kollege Berlin und andere gesagt haben, wir müssen aufklären, wir müssen verhindern, dass es weitere extremistische Taten gibt. Ich will das alles gerne glauben. Dann müssen Sie das im Alltag auch praktizieren. Aber das, was wir heute erlebt haben, wenn der Minister tatsächlich dem Abgeordneten Grünen etwas erlaubt hat, was anderen Abgeordneten nicht zugestanden wird, dann ist das ein Skandal erster Ordnung nach unserer Auffassung, ein Verstoß gegen die Hessische Verfassung, und das wird von uns niemals akzeptiert werden. Vielen Dank. Für DIE LINKE darf ich Herrn Schaus das Wort erteilen. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Als wir in der letzten Woche unseren Setzpunkt beantragt hatten, da gingen wir davon aus, und das war auch unser Anliegen, hier sozusagen mal insgesamt über die rechtsextremistischen Entwicklungen in Hessen zu diskutieren und was für Folgerungen wir daraus schließen. In der Zwischenzeit haben sich die Ereignisse überholt, sag ich mal, und das zeigt ja auch in dieser Debatte. Am Sonntag die Meldung in der Welt am Sonntag über 11 Einträge zu Stefan E. in dem seinerzeit für 120 Jahren gesperrten internen Bericht des Landesamts für Verfassungsschutz. Herr Wagner, ich sage Ihnen da gleich was zu. Warten Sie es ab. Warten Sie es nur ab. Warten Sie es nur ab. Diese Rumdreherei mache ich nicht. Ich komme schon noch drauf. Aber nach meinem Konzept, nicht nach Ihrem Konzept. So. Gestern hatten wir die Aussage, ich weiß, Sie versuchen mich jetzt durcheinander zu bringen. Ich weiß, die Not ist groß bei Ihnen, Herr Wagner. Bei Ihnen ist sie besonders groß, bei den Grünen. Ja, bei Ihnen ist sie wirklich besonders groß. Herr Schaus, lassen Sie eine Frage zu? Nein?
keine Zwischenfrage zu. Dann gestern die Mitteilung des Leiters der Terrorismusabteilung Thomas Beck beim Generalbundesanwalt im Innenausschuss des Deutschen Bundestages. Er habe seit 4 Monaten die entsprechende Akte nicht vorgelegt bekommen. Jetzt sagen Sie, Herr Minister, ich weiß gar nicht, wie ich das deuten soll, der Generalbundesanwalt kriegt alle Akten, die er anfordert. Das hört sich ja so an, als ob die nicht angefordert wurden. Da bitte ich das einmal zu klären. Ja? Wenn der Vertreter des Generalbundesanwalts im Bundestagsinnenausschuss eine solche Erklärung abgibt, nachzulesen heute in der Süddeutschen Zeitung, dann denke ich, ja, dann haben Sie sozusagen das Problem, das aufzuklären und niemand anders. So. Und da können Sie sich nicht hier hinstellen und sagen, habe ich nichts mit zu tun, ich habe ein gutes Verhältnis zum Generalbundesanwalt. Ja? Was ist denn das für eine Aussage? Und dann heute die aktuelle Meldung über die Teilnahme von Stefan E. und Markus H. am 1. September 2018 an einer Demonstration, hier ist das Foto, an einer Demonstration der AfD in Chemnitz, wo wir wissen, dass es im Zusammenhang mit dieser Demonstration, und da war Pegida und andere noch mit beteiligt, zu Ausschreitungen und Auseinandersetzungen gegen Polizisten und gegen Demonstranten, gegen Gegendemonstranten gekommen ist. Und da stellen Sie sich hierher und halten ein Plädoyer für die hessische Polizei. Nun, das ist ja sowas von unglaubwürdig. Das glaube ich, das glaubt Ihnen ja kein Mensch da draußen. Ich kann nur sagen, meine Damen und Herren, wir lagen richtig seinerzeit mit der Einschätzung im Jahre 2015 über Stefan Ernst im NSU-Untersuchungsausschuss. Wir waren diejenigen, die sowohl dieses Thema in den Ausschuss reingebracht hat, und ich kann noch einmal, bei Gelegenheit tue ich das auch einmal, die Presseerklärung von Herrn Bellino nach dieser denkwürdigen Sitzung noch einmal zitieren, ja, so, wo Sie mit Häme sich lächerlich gemacht haben, weshalb wir solche Zeugen überhaupt, wie die Verfassungsschutzmitarbeiterin, die diesen Vermerk gefasst hat, einladen. Das wäre ja völlig unfruchtbar und uneffektiv gewesen. Heute beweist sich, dass es das Gegenteil davon war, dass es wichtig war, dass wir damals das genauso wie Sie versucht haben, diesen insgesamt für 120 Jahre eingestuften Geheimbericht, insgesamt für 120 Jahre eingestuften Geheimbericht sozusagen auf unsere Initiative und unser Antrag den allgemeinen Teil abgestuft wurde. Sonst hätten wir ja gar nicht das in die Öffentlichkeit bringen können. Sonst wüsste ja keiner in dieser Republik, dass es einen solchen Bericht überhaupt gegeben hätte. Und keiner wüsste, dass 11-mal Stefan Ernst da drin gestanden hat bzw. drinsteht. So, und jetzt kommen wir mal zu den Aussagen. Da wird dann gesagt, na ja gut, das ist nur bis 2000, das ist nur bis 2004. Interessant ist natürlich, dass Kollege Frömmrich sich eine Genehmigung vom Innenminister, so die Aussage in der Hessenschau, einholen kann, das dann sozusagen öffentlich zu machen. Finde ich einen Vorgang, den werden wir noch einmal separat diskutieren. Ja? Das glaube ich wohl schon. Und dann muss die Not aber groß sein, meine Damen und Herren, dass über diesen Umweg versucht wird, sozusagen in der Öffentlichkeit ein anderes Bild zu stellen. Und dann sage ich Ihnen auch zum Schluss, weil meine Zeit abläuft. Ja? Die Frage stellt sich doch, die meine Redezeit abläuft. Die Frage stellt sich doch hier in der Tat, das ist mein letzter Satz, Frau Präsidentin, warum gab es denn nach 2004 keine Einträge mehr, wenn das richtig ist, was Sie behaupten, wo doch in 2009 Stefan Ernst aktenkundig die 1. Mai-Demo in Dortmund mit anderen Neonazis überfallen hat und in 2010 dafür verurteilt wurde. Wenn das nicht in diesem Bericht ist und es keine Dokumente gibt, dann wirft das mehr Fragen auf, als Sie an Antworten geben können. Für die Freien Demokraten hat sich Herr Müller zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte in der Tat im Fokus auf das aktuelle Ereignis heute eingehen. Es sind viele Ereignisse, die in der letzten Woche in der Zeitung zu lesen waren. Und ich glaube, das ist genau das Problem mit Transparenz, mit Öffentlichkeit, wenn aus verschiedenen
Ecken verschiedene Informationen kommen und man teilweise nicht berichten kann, teilweise nicht berichten darf. Da müssen wir eine Lösung finden, wie wir das angehen. Im Übrigen hätte es, Herr Frömmrich, ich würde mir das Grinsen verkneifen. Ich würde mir das Grinsen verkneifen, weil wir haben zwei Situationen, die man sich vorstellen kann. Entweder hat der Innenminister Ihnen die Genehmigung erteilt, diese Aussage gegenüber der Presse vorzunehmen. Dann möchten wir wissen, auf welcher Grundlage und wieso sie Oppositionsabgeordneten nicht erteilt worden ist. Oder er hat sie Ihnen nicht erteilt. Und dann gibt es ein Problem für Sie. Und das werden wir gleich in der Mittagspause in der PKV beraten. Da gehört das nämlich hin. Und das Traurige oder Ärgerliche an der Sache ist ja, ich habe ja eben von Transparenz geredet. Und wenn es ein, ach, wissen Sie, Herr Bellino, manchmal gibt es aktuelle Ereignisse, und die muss man dann auch beziehen, weil ein Bezug dazu da ist. Und wissen Sie, wenn es eine Möglichkeit gibt, diese Informationen auszutauschen, und wir reden ja vom Interesse an Transparenz, dann hätte man das Thema in der PKV diskutieren können und dort beschließen können, dass die Vorsitzende der PKV das entsprechend der Öffentlichkeit kundtut, wenn ein Interesse daran besteht, dass die Öffentlichkeit das erfährt. Warum hat man einen solchen Weg nicht gewählt, wenn man den Weg gewählt hat? Das, was jetzt kommt oder was heute passiert ist, ist wieder schwierig, weil es wieder das Vertrauen aufs Spiel setzt. Und das ist das, was wir hier kritisieren, abgesehen von den anderen Ereignissen, die alle mit da reinspielen. Und da müssen wir dazu kommen, dass wir klare Verfahren haben, uns an die Regeln halten, und zwar alle, meine Damen und Herren. Für die AfD hat sich der Fraktionsvorsitzende Herr Lamprou zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Schaus, Herr Garf von unserer Fraktion hat jetzt zweimal ausgeführt, dass die AfD selbstverständlicherweise Rechtsextremismus wie alle anderen Formen von Extremismus verabscheut und entschieden ablehnt. Sie müssen einfach mal zuhören und nicht die Tatsachen verdrehen. Lesen Sie doch bitte einfach noch einmal unseren Antrag. Herr Schaus, die AfD ist eine demokratische Partei, ob es Ihnen passt oder nicht, die zudem immer wieder in demokratischen Wahlen bestätigt und legitimiert wurde. Das ist eine Tatsache. Die können Sie hier versuchen zu verdrehen, aber das werden Ihnen die Bürger nicht abnehmen. In Chemnitz gab es seinerzeit eine Trauerveranstaltung mit vielen Tausenden betroffenen Bürgern, die entsetzt waren über die nur Tage zuvor in ihrer Stadt geschehene Mordtat. Auf einer Demonstration, und das gilt in alle Richtungen, können Sie nicht kontrollieren, wer eventuell mit dazukommt. Ich erinnere an die ein oder andere Demonstration, z.B. in Berlin, auf der nicht nur die Fahnen z.B. von der Partei Die Linke zu sehen waren, sondern auch gewaltbereite Demonstranten. Wollen Sie, dass wir Ihnen jetzt denselben Vorwurf machen? Ich mache Ihnen diesen Vorwurf nicht, denn auch Sie können nicht kontrollieren, wer eventuell am Rande mit zu einer Demonstration kommt. Zur Auseinandersetzung und der Frage, ob der Kollege Frömmrich nun Dinge gesagt hat öffentlich, die er nicht durfte oder nicht, ich hoffe, dass sich das klären wird, möchte ich noch darauf hinweisen. Sie haben mehrheitlich die Entscheidung getroffen, in die Parlamentarische Kontrollkommission hier im Landtag in Hessen sowohl keinen Abgeordneten der LINKEN als auch keinen Abgeordneten der AfD zu wählen.
Ich finde das eine falsche Entscheidung. Im Bundestag sitzen wir z.B. in dieser Kontrollkommission mit dem ehemaligen Verfassungsrichter Roman Reusch. Und hier haben wir mit Dirk Garf, jemand, der über jeden Zweifel erhaben ist, 25 Jahre lang Bundespolizist, und der bestimmt nicht überhaupt in Diskussionen kommen würde, ob er jetzt aus vertraulichen Sitzungen etwas öffentlich hat verlautbaren lassen oder nicht, wie es Herrn Kollegen Frömmrich jetzt gerade passiert. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, wir haben sehr seriöse Angebote. Lassen Sie uns hier in diesem Parlament gleichberechtigt mitmachen. Wir sind genauso wie Sie eine demokratische Partei, die Extremismus in jeder Form verabscheut und ablehnt. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir haben nun, bevor wir dann in die einstündige Mittagspause treten, zu entscheiden, was mit den entsprechenden Anträgen. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir haben zu entscheiden, was wir mit den entsprechenden Anträgen machen. Herr Lambrou. Der AfD-Trag soll bitte jetzt abgestimmt werden. Sollen die anderen Anträge auch abgestimmt werden? Nein? Ausschuss. Die anderen sollen dann in den Ausschuss. Dann stimmen wir zunächst über den AfD-Antrag ab. Das ist der Top 87, der Dringliche Entschließungsantrag der AfD, Drucksache 20-1283. Wer dafür ist, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Das ist die Fraktion der AfD. Wer ist dagegen? Das ist das restliche Haus, das dagegen gestimmt hat. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Und dann verfahren wir so, dass der Entschließungsantrag der LINKEN, Top 55, und der Entschließungsantrag Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 die Grünen, Top 83, und der Dringliche Antrag der Freien Demokraten, Top 86, zur weiteren Beratung in den INA überwiesen wird. Dann verfahren wir so, meine Damen und Herren. Wir treten jetzt in eine einstündige Mittagspause ein. Wir treffen uns hier um 15:30 Uhr wieder. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit.